Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elements Destiny Origins. Im letzten Part sind wir hier in die Kathedrale von Shad gegangen, weil wir hier jetzt durch das Portal durch wollen. Und da stehen uns Marish und Pearl im Weg. Gegen die beiden müssen wir kämpfen. Es ging in der letzten Folge nicht gut aus. Mal gucken, ob das in dieser Folge besser wird. Na dann, los geht's. Ja, zeigt, wie viel euch das Kopfgeld wert ist, bla bla. Es ist uns gar nichts wert, wenn wir genau sind, aber hey, was soll's. So, ich werde Lia schon mal stärken, damit sie ein bisschen mehr Schaden macht. Und versuchen, Marish zu schocken. Und sie werde ich versuchen zu blenden. Okay. Ich glaube, ich hau einen Stärken auf alle. Einfach weil. So, bringt nichts, immer noch nicht. Schade. Okay, sie ist schon mal geblendet. Was aber scheinbar auch vollkommen egal ist. Weil die Technik trotzdem trifft. Super. Na gut. So, Schockpfeil. Oh, schön geschockt. Das ist gut. Mal gucken, ob ich sie vergiftet kriege. Das wäre noch super. Ich glaube es zwar eher nicht, aber man kann es ja versuchen. So, dann werde ich hier mal mit den Essenpfeilen drauf schießen. Oh ja, das macht gut Schaden. Genesungsaura. So. Okay, und ich versuche es weiter mit dem Vergiften. Man kann es ja mal versuchen, ne? Ey. Das Blind ist schon mal weg. Na gut. Dann Super Magietrank drauf. So. Und nochmal das Blenden versuchen. Ach, schade. Wow. Das war böse. Ja, du denkst, wir können es schaffen. Könnte aber kompliziert werden. Na, mal gucken. Nächstes Mal heilst du dich. Hallo? Spiel? Spiel? Ah, danke. Wow. Okay. Alles gut. Alles gut, glaube ich. Phoenix wollte ich machen. So, letzter Stich. Oh, doch nicht auf ihn. Idiot. Egal. Schön, geschockt. Das ist gut. Das gefällt mir sehr. So, dann verwendest du erstmal einen Superheiltrank. Du genauso. Und du auch. Und du hast jetzt eine Heilaura drauf. So. Okay. Dann können wir hier jetzt erstmal weitermachen. So, ja, den Text hatten wir auch schon. Okay, Supermagietrank Nummer 1. Supermagietrank Nummer 2. Ich hoffe, das wird was. Ich hoffe ja wirklich, das wird was. Oh boy. Mal einen heiligen Zirkel versuchen. Mal gucken, wie viel Schaden der macht. Oh, es geht. Könnte besser sein, könnte aber auch weitaus schlechter sein. Von daher ist alles noch in Ordnung. So. Und ich will Pearl zuerst ausschalten. Ach, komm schon. Was hast du hier? Meine Fresse. Ja, ich mache weiter einen heiligen Zirkel. So, letzter Stich. Tanz der Blendung. So. Moment, Eispfeile. Eispfeile, die macht gut Schaden. So, Stärken. Gibt nicht auf. Ja, den Text hatten wir auch schon. Okay, Tanz der Blendung. Kommt gerade richtig. Schockpfeil kommt auch gerade rechtzeitig. Wirkt natürlich gerade nicht, aber er kam schon mal rechtzeitig. Blöd. So, du nimmst mal auch schon ein. Wow. Really?
Setze ich aber trotzdem erstmal eine Heilaura ein. Ups. Okay, das war jetzt ein bisschen stark. Ne? Wow. Wow. Hier ist Superheiltrank. So. Wow. Das ist böse. So ein bisschen. So, Heilaura. Und Schockpfeil. Bitte, ach, warum bist du nicht geschockt, du blöder Idiot? Lebenswasser. Heilaura. Schockpfeil. Kommt schon. Bringt die doch endlich mal um hier. Letzter Stich. So, du kannst keine Technik mehr einsetzen. Blöd. Nee. Wir brauchen. Okay, der Superheiltrank hat sich damit erledigt. Dann brauchen wir ein Lebenswasser. So, dann brauchen wir einen letzten Schnitt. Ja. nicht gut. Gar nicht gut. Vor allem. Ach. So ein Dreck, ey. Heil. Autsch. Aura wollte ich gerade sagen. Oh, der Kampf ist so böse. Der Kampf hier ist echt böse. Ja, danke schön. Ja, super. Ob das noch was wird, ich sag mal nein. Oh, ich schmeiß erst, lieber erstmal ein Elixier auf sich. Okay. Egal. Egal, wir haben jetzt erstmal wieder zwei Charaktere, die voll geheilt sind. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Jetzt haben wir natürlich hier einen betäubten Charakter. So. Technik. Erstmal eine Genesung. Dann hier ein Lebenswasser. Und ein Superheiltrank. Ups. Wow. Aber noch habe ich so den Hauch einer Chance zumindest. So, okay. Können wir es jetzt hier an sich weiter versuchen? Mit der bisherigen Taktik? So. Oh yeah, Schockpfeil for the win. Okay. So, Tanz der Blendung. Ja, kein Problem. So, Quatsch, letzter Stich. Tanz der Blendung. Und hier kommt. Wobei. Komm, scheiß drauf. Kraftstein. So. Sind sie alle gestärkt. Oh, und gleich die Vergiftung nochmal. Der Schock gleich nochmal gegriffen. Ah, oh, sehr schön. Pearl ist schon mal weg. Oh, huhuhu. Okay, der Kampf wird jetzt gerade um einiges leichter. Okay, alles gut. Alles gut. Heilung reicht. So. Ah, das ist gerade wunderbar. Das ist gerade wunderbar, was hier passiert. So. Und zur Blendung. Eispfeile. Weil alleine kann er nur noch normal angreifen. Und damit habe ich so absolut kein Problem. So. Warte, als weiter Supermagie-Tränke. Okay. Alles gut. Das ist nicht so gut, aber wir haben noch eine Genesung. So. Okay, Tanz der Blendung. Versuchen wir es nochmal mit einem Schock. Leider nicht. Schade. Aber egal. Heilaura. Oh, und geblendet. Wunderschön. So muss das aussehen.
So. Und dann mit der Taktik einfach weiter rauf. Einfach weiter rauf kloppen. So, vielleicht kriegen wir nochmal geschockt. Oh, ich sehe gerade. Da ist nichts mehr drauf. Na gut. Schockpfeil. Oh, wunderbar. Wunderbar. Könnte ja gar nicht mehr besser werden. So, ein Supermagietrank. So, Stärken auf Malin. Und nochmal ein Tanz der Blendung hinterher. So. Meine Fresse. Ah, der Typ hält Schaden aus, das ist unglaublich. Das ist echt böse, was der aushält. Ah, da hätte ich jetzt schon mal versuchen können, wieder zu schocken. Aber das habe ich zu spät gesehen. Brauchen wir hier noch irgendwas? Eigentlich gerade nicht. Das heißt, wir können hier einen Supermagietrank schmeißen. So, letzter Stich. Schockpfeil. Tanz der Blendung. Oh, er ist besiegt. Oh, wow. Ein 11-Minuten-Kampf. Wirklich, ja. Böse. Böse, böse, böse. Aber gibt auch ordentliche Erfahrungspunkte. Und Geld. Was zur Hölle ist gerade passiert? Ihr seid erledigt. Das ist passiert. Was soll das? Wo gehst du hin, Myrish? Wir haben verloren. Also gehört Nemesis, wie versprochen, ihnen. Aber das Geld. Du kannst doch jetzt nicht einfach alles fallen lassen. Ich habe ihnen mein Wort drauf gegeben. Und ich halte immer, was ich verspreche. Dass du nicht einmal das verstehst. Spiel, bitte? Danke. Was soll das? Was soll das hier gerade? Ein Versprechen ist eine Frage der Ehre und des Anstands der Person, die es gab. Wenn auf dein Wort kein Verlass ist, dann ist auch auf dich kein Verlass. Da hat er recht. Mensch, das sind hier richtige Weisheiten, die der Herr Sui schon mal über ihn gebaut hat. Wow. Aber dieser Kampf, ne? Der war echt böse. Da war der letzte Bosskampf einfacher. Naja. Wie dem auch sei, nicht wahr? Ihr habt's geschafft. Wie immer, grandiose Arbeit, Leute. Seid ihr schwer verwundet? Wartet, wir helfen euch. Ihr habt Schlimmeres. Ihr habt jetzt keine Zeit, um für uns den Arzt zu spielen. Okay, danke, Fensterüberblendung. Klar. Aber Jan. Ja. Ja, hat er recht. Ne? Wir kommen schon irgendwie durch. Denke ich. Vielleicht. Vollkommen richtig. Macht euch um uns keine Gedanken. Seid ihr euch da wirklich sicher? Aber klar. Stehen kann ich schon mal. Seht ihr? Alles halb so wild. Vorsicht. Keine Sorge. Bin nur etwas wackelig auf den Beinen. Werde meine Heilmagie dazu verwenden, die anderen zu heilen. Ihr solltet euch währenddessen schon auf den Weg machen. Ein guter Plan, ne? Wir werden schon nachkommen, sobald wir wieder kampfbereit sind. Nehmen. Wir werden den ganzen Spaß mit Sicherheit nicht euch allein überlassen. Ach ja. Vielen Dank an jeden von euch. Also los, worauf warten wir noch? Ja, worauf warten wir noch? Das ist eine sehr gute Frage. Wir warten darauf, dass ich, dass ich jetzt wahrscheinlich nochmal
nach Draco renne. Was ich auch machen werde. Einfach um Items wieder aufzufüllen. Und dort eben ihn zu pennen. Ja, genau das werde ich machen. Hört man hier ab. Na, hallo? Komm schon, Spiel. So. So, einmal voll heilen. Und eine Lichtgeschwindigkeit, um ein bisschen schneller hier lang zu kommen. So. Okay. Na denn. Blöder Greif, ey. Ich hasse euch. Die Pest. Pisst euch, Mann. Oh, das war so klar. Das war so klar, ey. Passt das? Geht das? Ja, das geht. Okay. Ja, danke. Genesungsaura wollte ich gerade einsetzen. Ach, die blöden Mistviecher, ne? Ich hasse sie. Und schon wieder alle fast alle verwirrt. Kriegst Kotzen bei sowas. So, erstmal dort drauf. Und dann auch ein Heilkraut für Rika. So, und Rika setzt dann Phoenix ein, um Lier wieder zu beleben. So. Mann. Echt zum Kotzen, das Ganze. Letzter Stich. Schade. Hat nicht gepasst. Ah, das hat aber gepasst. Okay. Ich hasse diese Mistviecher. Ich hasse sie. Aber ich glaube, das war auch der Plan. Hinter den Teilen. Pfui. Je weniger Greife ich bekämpfen muss, umso besser. Naja. Hey du, na? Geh weg. So. Lass mich hier durch. Ohne Kampf am besten. Okay. So. Dann wollen wir doch mal ins Inn. Hi. Ja, danke. Geh einfach noch um. Ich weiß. Meine Fresse. Meine Güte, ey. Labere nicht so viel. Oh, ich sehe gerade, da war oben die Maus im Bild. Ja, weil immer, wenn das Spiel gefreezt ist, musste ich das Fenster kurz bewegen. Warum auch immer. Aber gut, danach hat es funktioniert. Ja, nur beim letzten Mal ist die Maus irgendwie ein bisschen weit nach unten gerutscht. Naja. So. Dann wollen wir hier doch mal wieder zurück. Ab an dem vorbei. Mal gucken, ob wir an dem zweiten Greifen auch vorbeikommen. An denen auf jeden Fall. Sehr schön. Und auf euch habe ich jetzt hier auch gar keinen Bock. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, schön. Schön. Gut. Dann sind wir jetzt wieder hier. Dann kann es ja jetzt gleich weitergehen. Meine Güte, ey. Meine Güte, war das ein Kampf. Da muss man jetzt aber echt schnell reagieren. Jedes Mal. Weil die haben mir echt mal scheiße viel Schaden gemacht. Oh, und da habe ich hier noch gesagt, oh, ich glaube, ich bin so ein, zwei Level überlevelt. Ja, Arschlecken überlevelt, ey. Bei den beiden hat man so richtig schön gemerkt, du denkst, du bist überlevelt. Nein. Na gut. So, dann wollen wir hier nochmal durchgehen. Wobei, ich habe die Befürchtung, dass danach wieder ein langes Gespräch startet. Deswegen werden wir da jetzt nicht durchgehen, sondern erst morgen. Ja, und schauen dann, was da hinter dem Portal auf uns wartet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge, Spaß an diesem schönen langen Kampf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.